So, hallo und herzlich willkommen auf Bank vor Aussicht. Wir machen heute eine kleine Diskussionsrunde zu meinem Beitrag zur Jagd mit dem Video von Team Böhmermann, also Neo Magazin Royal oder wie die sich nennen. Und da gab es ein paar Kommentare, auf die möchte ich näher eingehen, weil da offensichtlich noch ein bisschen erweiterter Klärungsbedarf besteht. Ich habe ja letztes Mal nur 2 Stunden geredet. Das reicht selbstverständlich nicht, um alle Fragen zu beantworten oder alle Themen in der notwendigen Ausführlichkeit anzusprechen. Und darum habe ich mir jetzt noch mal 5, 6 Themen rausgesucht, die meiner Meinung nach und nach Meinung dessen, dass sie ein paar Mal in den Kommentaren aufgegriffen wurden, wohl noch mal ein bisschen ausführlicherer Klärung bedürfen. So, und bevor ich jetzt hier eine riesen Inhaltsangabe mache, legen wir einfach los. Wenn der Flieger vorbei ist, wird sie auch hoffentlich wieder leiser. Und dann fangen wir mit dem ersten Thema an. Und zwar, ich habe gesagt, Tierhaltung ist niemals artgerecht oder wird zumindest von einigen Leuten so gesehen. Einige von euch sahen das anders. Und da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil das einfach ein Thema ist, was ich einfach gerne noch mal ein bisschen ausführlicher angesprochen haben möchte. Ist Tierhaltung denn niemals artgerecht? Dafür müssen wir jetzt erstmal wissen, was überhaupt artgerecht bitteschön sein soll. Und grob definiert man artgerecht so, dass ein Tier, ja, und es bezieht sich hier immer auf Tiere, Pflanzen haben bisher noch kein artgerechtes Verhalten nachgewiesen bekommen. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn sie wachsen, dann wird das schon irgendwie artgerecht sein. Ob sie dafür im richtigen Boden, in dem Boden, in dem sie naturgemäß wahrscheinlich vorkommen würden, sitzen würden, müssten, das könnte man ja mal theoretisch feststellen, dass man dann also auch eine Pflanzenethik einführt, aber ich glaube, das führt dann zum großen ethischen Kollaps des Gesamtsystems, weil wir nun mal als Tier, ja, wir sind Tiere, müssen wir andere Lebewesen umbringen und auffressen, um uns zu ernähren. Das ist zwangsweise so. Da hat selbst die moderne Wissenschaft momentan noch, ja, muss man wirklich betonen, keine Möglichkeit gefunden, wie man ohne ein anderes Lebewesen zu töten Nahrung für uns in nennenswerten Ausmaß produzieren kann. Und also ich wüsste auch nicht, dass das irgendwie möglich wäre, weil letzten Endes ist selbst ein Bakterium ein Lebewesen. Wenn du also irgendwas aus Bakterienkultur zusammenzauberst, dann bringst du die Bakterien um, indem du sie auffrisst. Oder deren Nährmedium, und dann sterben sie infolgedessen, weil du ihr Nährmedium aufgefressen hast. Und so weiter und so weiter. Und einzelne Bakterien hast du in jedem Fall auch gefressen. Das heißt, töten ist die Essenz des Lebens, wenn man so möchte, so man dann das Pech hat, ein Tier zu sein. Nicht, dass Pflanzen nicht auch mal andere Pflanzen und Bakterien und Ähnliches umbringen würden. So gesehen würde ich fast sagen, jeder tötet. Alles, was lebt, bringt anderes Leben um. Das ist tatsächlich ganz elementarer Bestandteil jedes Lebens. Darauf kann man sich, denke ich, in einem ökologischen Kontext definitiv einigen, dass das der Fall ist. So. Und jetzt kann man sich jetzt halt eben aber fragen, solange das Leben noch nicht von anderem Leben umgebracht worden ist, hatte es dann wenigstens ein artgerechtes Leben? Ja, und artgerecht wird meistens so definiert, dass halt eben ein Tier insbesondere das tut, was es dann tun würde, wenn man es unter seinesgleichen, unter Abwesenheit des Menschen, das ist tatsächlich die beste Definition, die es da so gibt, außer der Mensch beobachtet ganz versteckt, sodass das Tier gar nicht wahrnimmt, dass ein Mensch da ist. Ja, und dann das Tier in seinem natürlichen Lebensraum, also da, wo es schon seit, nach Möglichkeit, wenn das ein Tier ist, das lang genug existiert, sogar da schon dann gelebt hat, als es Homo sapiens in dieser Form noch gar nicht gab, wie es ihn heute gibt. Ja, das wäre dann also ein Beispiel für die natürlichstmöglichste, unwillkürlich, also sprich willentlich, ne, beeinflusste Lebensweise, die ein Tier überhaupt nur haben kann. So, und jetzt im Fall von einem Rothirsch, da wissen wir zum Beispiel, dass der schon sehr lange existiert. Der existiert definitiv lang genug, dass man sagen kann, in Mitteleuropa waren schon zumindest sehr, sehr, sehr dem heutigen Rothirsch ähnliche Rothirsche unterwegs, als wir gerade angefangen haben, mit angespitzten Stöcken, unter anderem auch auf Rotwild natürlich, Jagd zu machen. Ja? Und man darf davon ausgehen, dass die damals aufgrund der kleinen Zahl von Homo sapiens wahrscheinlich in großen Teilen noch
weitgehend ungestört gelebt haben. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das Leben, das die damals geführt haben, dem entspricht, was wir uns heute vorstellen, wie ein Rotwild, wenn man es ganz, ganz unbeeinflusst lässt, heute lebt, ein Stück Rotwild, um in der Jägersprache zu bleiben. Aber man kann sich so ungefähr grob vorstellen, dass zumindest die allermeisten Wildtiere nicht freiwillig irgendwo hinter Gittern hocken würden. Ob das jetzt gut oder schlimm ist, wenn man die jetzt hinter Gitter doch mal hin und wieder mal stellt, das können wir dann gerne in einem anderen Kontext, beziehungsweise dazu könnte mein Zoo-Video euch reinpfeifen, wenn ihr gar nichts mehr zu tun habt heute. Aber ja, das ist eine andere Frage. Trotzdem, artgerecht ist eine Haltung in dem Sinne nie, weil eine Haltung impliziert, dass wir das Tier quasi, dass das Tier nicht die volle Möglichkeit hat, sich vollkommen frei nach seinen Instinkten zu bewegen und in vielen Fällen nicht vollkommen frei, das und so viel zu fressen, wie es das nach seinen Instinkten gerne würde. Also das, sowohl das Futter, als zur Auswahl steht, ist meistens anders, die Menge ist meistens anders, die ist oft höher. Und die Partnerwahl ist in vielen, vielen Fällen der Tierhaltung auch nicht frei bzw. rein auf dem Willen des Tieres gegeben, dass sich die Hirschdame eben den Platzhirsch aussucht bzw. der Platzhirsch sich gegen die anderen Platzhirsche durchsetzt und die Damen dann alle automatisch begeistert sind. Aber theoretisch hätte jede Hirschdame die Möglichkeit auch zu sagen, ach nee, du nicht, nee, da gehe ich da lieber da hinten in den Wald und verstecke mich da im Gebüsch. Nee, du nicht. Ja, so theoretisch. Ja, praktisch passiert das jetzt eher selten, aber sie hätte die Möglichkeit. Dass sie das nicht tut, ist auch wieder artgerechtes Verhalten. Dass es grundsätzlich unter Hirschen sehr, sehr unüblich ist, sich eben gegen die entsprechenden Sexualhormone zu stellen und sich an der Paarung nicht zu beteiligen, beispielsweise. Ja, all das sind so Faktoren, die eben das natürlichst Mögliche, also das unbeeinflussteste, blödes Wort, Leben einer Tierart prägen. So, und wann immer das Leben einer Tierart von dem Leben, das die Tierart führen würde, wenn man sie vollständig in Ruhe lässt, abweicht, weil wir das so wollen, wenn wir also willentlich durch eine Tierhaltung eine Abweichung vom normalen Lebensalltag einer Tierart herbeiführen, dann ist das nicht mehr artgerecht. Ja? Das ist so. Ich sehe nicht, wo da Diskussionsspielraum sein sollte. Ja? Das einzig richtige bzw. natürliche artgerechte Verhalten ist das, was die Tierart zeigt, wenn man sie in Ruhe lässt. So, aber ja? Jetzt kann man natürlich schon zwei Punkte noch anmerken, die durchaus eine Rolle spielen. Ich halte sie nicht für richtig, aber der Fairness halber sollte man sie wohl nennen. Nämlich erstens, was ist mit Tieren, die freiwillig sich an uns gebunden haben? Wenn sie das freiwillig beschlossen haben und das für die entsprechende Tierart sogar häufiger vorkommt, ist das dann vielleicht trotzdem artgerecht? Aber andererseits ist das dann schon Tierhaltung. Beispiel, diverse Hirschpopulationen, also Rotwildpopulationen schon wieder in Schottland, haben gelernt, dass Touristen, die da vorbeikommen, häufig mal ein Leckerli für sie dabei haben und haben quasi jede Scheu vor Menschen verloren, kommen da an, stupsen teilweise die Touristen an, lassen sich streicheln, gefällt denen wahrscheinlich auch. Ne? Auf dem Wege werden sie schön durchgekratzt an Stellen, wo sie selber schlecht hinkommen. So ein bisschen Bonuskörperpflege und solche Späße, Fellpflege und kriegen halt häufig eben noch ein Leckerli. Und wenn du mal kein Leckerli bekommst, ist egal, dass dir die Touristen halt trotzdem ein bisschen genervt. Ja? Das machen die ja freiwillig. Sie machen es natürlich aus ihrer evolutionären Prägung heraus, sich eben die Nahrungsquelle zu erschließen, die gerade verfügbar ist. Und das kann halt eben auch Homo sapiens, der einfach Leckerli wirft oder ihn direkt ins Maul schiebt, sein. Ne? So, kann man jetzt dem Tier vorwerfen, dass es eigentlich schlauerweise uns Idioten ausnutzt, die wir gegen unseren eigenen Nutzen einfach mal, weil wir Deppen sind, dem Rotwild Futter geben, weil wir es können
und weil wir es tun. Ja, jetzt wäre das Rotwild aus Rotwildperspektive ja vollkommen bescheuert, wenn es diese Möglichkeit nicht nutzen würde und statt irgendwo unter Gefahr vom Wolf gefressen zu werden, den es in Schottland nicht gibt, aber theoretisch zumindest der Instinkt, dass es ihn gäbe, der ist ja noch vorhanden. Statt da so irgendwo in Angst vorm Wolf, einer sichert, die anderen äsen und alle müssen aufpassen, im Zweifel wegrennen, statt dieses gefährliche Leben zu führen, das mit viel Stress verbunden ist, nervt man Touristen und kriegt von denen Möhrchen in den Hals geschoben. Ne? Die wären schön blöd, wenn sie das nicht machen würden. Dass also das Rotwild anpassungsfähig genug ist, um so leben zu können, kann man jetzt also in gewisser Weise dann auch wieder als artgerecht dieses Leben bezeichnen, weil das Rotwild sich eigentlich freiwillig dafür entscheidet. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Wie viel freien Willen dürfen wir den Tieren unterstellen, ne? Wenn wir sie quasi überzeugen, von uns gefüttert zu werden, indem wir das tun, das für sie angenehm ist? Ist das dann ihr freier Wille oder ist das Bestechung? Oder ist das Manipulation? Ja, und das wird dann tatsächlich philosophisch und ethisch durchaus ziemlich schwierig zu klären sein. Ne? Also ist das artgerechte Verhalten eben nur dann gegeben, wenn es vom Menschen unbeeinflusst ist? Oder ist artgerechtes Verhalten schon da oder beginnt es schon da, wo das Tier einfach seinem freien Willen gehorcht, egal wie sehr wir das Tier möglicherweise manipulieren? Ne? Wenn man aber so weit gehen würde, dann wäre auch ein Zirkustier beispielsweise, das derart von Geburt an dressiert ist, bestimmte Dinge zu tun, dass es sie auch dann tut, wenn man ihm potenziell die Möglichkeit lassen würde, wegzulaufen. Klar, Zirkustiere haben selten die Möglichkeit, wegzulaufen. Es ist auch schwierig, das experimentell zu beweisen. Aber es gibt durchaus begründete Vermutung, dass viele zum Beispiel Zirkustiere oder anderweitig der Tiger von Siegfried und Roy und was weiß ich, anderweitig lebende Tiere, durchaus häufig von dem Angebot der Freiheit überhaupt nicht Gebrauch machen würden, wenn sie in einem Leben aufgewachsen sind, in dem Freiheit als solches gar nicht vorkommt und die Lebensweise, die sie kennen, die für sie vielleicht, das wissen wir ja nicht, auch gar nicht so unangenehm ist und sie vielleicht eher Angst hätten, sich jetzt in die freie Wildbahn hinaus zu begeben, wo sie wieder jeder fressen will und wo sie grenzenlos fressen oder gefressen werden der Natur, die da nun mal vor, diese Gesetze liegen da nun mal vor, das ist so, ne, ausgeliefert sind. Gehen die da wirklich freiwillig hin? Manche mit Sicherheit würden sie vielleicht gerne zurückkommen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Manche mit Sicherheit. Es ist ganz schwer und wir können es experimentell nicht nachweisen, wo hier die Mehrheitsverhältnisse liegen. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel wüssten, dass 95% der Tiere, die als Zirkusbär auf dem Ball hin und her tänzeln, ja? Wenn man sie alle freilassen würde, angenommen, ja? Wirklich freilassen, nicht nur so ein bisschen freilassen, weil das würde ja wieder den Datensatz verfälschen, wie viele würden abhauen. Wissen wir nicht. Ja? Es gibt einfach keine Daten dazu. Man kann jetzt sicher sein, ohne es wirklich sagen zu können, weil man es nicht wissen kann, weil es keine Daten dazu gibt. Wir wissen das nicht. Man kann eine Meinung zu haben, aber die ist halt rein spekulativ. Und ich versuche ja hier meistens ein bisschen objektiv zu bleiben. Entschuldigung, meistens. Ne? Außer bei Faktoren, die nerven. Ja. ich bin auch nur ein Mensch. Gut, wie auch immer. Jedenfalls, das ist der erste wesentliche Punkt, wo man sich eben ein bisschen streiten kann, inwiefern es artgerechte Tierhaltung geben kann, weil das Tier sich freiwillig dafür entschieden hat, gehalten zu werden. Ja, oder zumindest eine Abhängigkeit zum Mensch aufzunehmen aus einer freiwilligen Perspektive. Jeder Stadtfuchs, den es gibt, hat eine gewisse Abhängigkeit vom Menschen, weil seine Futterquelle nicht mehr Mäuse sind oder nur noch zum geringen Teil Mäuse, stattdessen Mülleimer. Ja, Mülleimer gäbe es so mit leckerem Zeug drin, gäbe es so nicht, wenn es uns nicht so in der Abart, die wir inzwischen entwickelt haben, die sich Zivilisation nennt, persönliche Meinung, ich halte das für insgesamt eher kontraproduktiv für den Planeten, aber auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ganz wichtig, das geht nicht. Egal, jedenfalls, ist das artgerecht? Letzten Endes eine philosophische Frage. Ich sage nein, aber
So, und was ist jetzt mit Arten, die wir im Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderttausende so stark domestiziert haben, dass sie inzwischen gar nicht mehr leben könnten oder zumindest eine sehr, sehr hohe sofort wegsterben Rate hätten, wenn sie ohne uns leben müssten und quasi über die Generationen der gezielten Züchtung vollständig von uns abhängig sind. Beispielsweise der Haushund, ja, ist sicherlich ein krasses Beispiel. Kaum ein anderes Tier ist so sehr empathisch in der Lage, uns zu verstehen, mit uns zu kommunizieren, zu interagieren. Nicht umsonst gelten Hunde häufig als Familienmitglied. Das ist nachvollziehbar. Die sind, wie gesagt, seit Jahrtausenden danach selektiert gezüchtet worden, wenn es jetzt nicht irgendwelche dämlichen äußeren Merkmale sind, wie besonders niedlich oder besonders hässlich zu sein, also anders niedlich zu sein. War die Hundezüchtung ja doch meistens auf irgendein dem Menschen nützliches Ziel ausgelegt. Sprich, ein besserer Wachhund, ein besserer Hütehund, ein besserer Freundhund, ein besserer Jagdhund, ein besserer Blindenhund zum Beispiel. Ne? Also Hund, Spürhund. Hunde gibt es für alle möglichen Zwecke, die uns sehr, sehr nützlich sein können bei dem, was uns sowas angeht. Und die Hunde sind, zumindest darf man das vermuten, wenn man sie sich anguckt, damit super zufrieden, ihren Job gut zu machen und ihre ihnen angezüchtete Funktion sozusagen zu übernehmen. Ja? Oder ihre angedachte Funktion. Man kann natürlich auch einen Hund, der eigentlich nicht dafür gezüchtet wurde, trotzdem für eine Aufgabe verwenden, für die er eigentlich gar nicht gedacht war. Vielleicht kriegt er sie trotzdem gut hin. Ja, das muss ja nicht zwingend unbedingt alles nur auf die Genetik reduziert sein. Auch Hunde, wie jeder weiß, der einen hat, haben einen Charakter. Das gleiche gilt für Katzen, Eichhörnchen, Igel und vermutlich auch für Königkobras und was weiß ich. Ne? Bei manchen Tieren ist es einfacher zu erkennen, bei anderen Tieren schwieriger, weil sie uns weiter weg sind von Verwandtschaftsgrad her. Das könnte zumindest eine größere Rolle spielen. So, und was ist jetzt also mit so einem über Jahrhunderttausende von uns genmanipulierten Hund? Ne? Es ist eine Genmanipulation. Sie ist zwar nur durch Züchtung erfolgt und nicht durch Rumfuschen in der Zelle selber, aber es ist letzten Endes eine Genmanipulation. Wenn wir über viele, viele tausend Generationen einer Tierart bestimmen, wer sich mit wem zu paaren hat, nach den Merkmalen, die wir gerne haben wollen, dann darf man das im Grunde auch Genmanipulation nennen, ne, gewisserweise. Wenn auch nur im erweiterten Sinne. Oh, da kommt ja doch niemand. Ich dachte, da käme jemand. So, also das sind so die beiden wesentlichen Knackpunkte. Trotzdem, das darf jetzt gerne jeder anders sehen. Wir haben darüber geredet. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass eine Haustierhaltung im Sinne von Kuh, Schwein, Huhn etc. niemals vollständig artgerecht sein kann. Selbst wenn die entsprechenden Tiere inzwischen längst vergessen haben, was sie vor der Zucht durch uns artgerechterweise eigentlich hätten tun wollen. Daher, ja, aber das ist eine Meinung. Es gibt an diesem Punkt keine Wahrheit. Das ist letzten Endes eine Definitions- oder eine philosophische Frage, je nachdem, wie man das definieren möchte. Gut, und der nächste Punkt, zu dem wir dann kommen, ist erschossen werden ein besserer Tod als zum Beispiel zum Metzger gebracht zu werden. So, jetzt hatte ich hochinteressante übrigens Kommentare von Leuten, die selber schlachten und für die ist das ein gehört dazu, aber so richtig gern macht das niemand. Das kann ich verstehen. Ja, absolut. Ich mache es nicht. Ich bin auch dankbar, dass ich es nicht muss. Ich habe noch. Da zweimal habe ich mal Säugetiere getötet. Das war einmal eine verwundete Maus, schlicht und ergreifend. Und das andere Mal war eine, ja, fast tote Fledermaus. Also fast auch eine Maus. Haha, nee, eben nicht. Ja, das ist lange, 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 lange her und ich war noch nicht mal strafmündig. Ja? Die stehen unter Naturschutz, das wäre extrem teuer. Dementsprechend kann ich das nur deswegen zugeben, weil ich war da 12 oder sowas.
Und dementsprechend, jetzt darf ich es zugeben, aber dürfte man nicht tun. Ja? Die kann noch so leiden und noch so verwundet sein, und das war sie, und hatte überhaupt keine Überlebenschance. Das habe ich selbst als 12-Jähriger erkennen können. Ich erspare euch die Details, aber gebrochene Knochen kannst du bei einer Fledermaus nicht bandagieren oder solche Späße. Ne? Die wäre also mindestens im natürlichen Ökosystem verhungert. Man hätte sie theoretisch an die Herz-Lungen-Maschine anschließen können und künstlich ernähren. Wenn man dann eine Herz-Lungen-Maschine für Fledermäuse und künstliche Ernährmöglichkeiten für Fledermäuse zu diesem Zeitpunkt gerade griffbereit gehabt hätte. Ja, also es ist witzlos. Ich bin davon überzeugt, da das Richtige getan zu haben. Aber so abgesehen von bei der Maus ähnliche Situation. Abgesehen davon habe ich noch nie ein Säugetier selber umgebracht. Und das ist im Grunde falsch, weil ich verzehre sie regelmäßig, aber ich bringe sie nicht selber um. Das ist also so ein Stück weit die Heuchlerei, die ganz viele von uns in sich tragen, wenn sie Fleisch essen, ohne es selber umzubringen. Und ja, daher mag man sich vielleicht einreden, dass die Tiere, die man nicht selber umbringt, die sozusagen industriell umgebracht werden, ein Stück weit, ne? Jetzt möchte ich überhaupt keinem Metzger, der das tatsächlich macht, irgendwie zu nahe treten. Im Gegenteil, ich bin sehr dankbar, dass ihr das macht, weil, wie gesagt, möchte das nicht machen. Ja? Es ist falsch, es ist ethisch-moralisch falsch. Man sollte sein Essen konsequenterweise schon selber auch umbringen, wenn man es dann schon isst. Aber ja, das hilft mir nicht. Diesen Widerspruch werde ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht auflösen und weiter mit dem leben, wie eben sehr, sehr viele von uns. Und daher ist es halt eben angenehm, dass es dann Leute gibt, die das professionell tun und unter den Gegebenheiten, in denen das stattfindet, sicher auf die beste Art und Weise, wie man das nur irgendwie machen kann. Ja, da bin ich vollkommen von überzeugt. Aber trotzdem ist so eine industrielle Massenschlachtung, jetzt zum Beispiel, im Regelfall ist es ja die Massenschlachtung. Im Regelfall ist es nicht das Huhn auf dem Hackklotz mit der Axt oder mit der Machete oder mit was auch immer, das man vorher persönlich von Hand aufgezogen hat, sondern im Regelfall ist es halt irgendein Schwein, das du nicht persönlich kennst, das quasi an dir vorbeifährt und du machst hier einmal diesen, ne? Stilisiert dargestellt. So, und das Problem ist ja, dass die Tiere, wenn sie zum Schlachthof gefahren werden, was ja immer noch der Regelfall der Schlachtung ist, vorher eingepfercht sind, weggefahren werden, nachdem sie ihr komplettes Leben lang nur ihren Stall gekannt haben, in Massenpanik geraten, dann eben auch in Massenpanik dann durch enge Tröge gefeucht werden, enormen Stress dabei haben. Das kann mir keiner erzählen, dass es keinen Stress bei den Tieren gibt. Es gibt weniger, als wir das auch schon hatten. Es wird alles effizienter, es wird alles schneller. Aber ganz ohne Stress läuft das bestimmt nicht ab. Und ob das, na, das ist einfach keine natürliche Art und Weise aus dem Leben zu. Ne, man kann da jetzt böse Analogien aus der Geschichte finden. Ich sag's ja nur. Ja. Und ja, also mir persönlich ist das erheblich mehr ein Dorn im Auge als das Szenario: Reh steht auf grüner Wiese und frisst da, und dann kommt der Predator, der es umbringt, wie schon seit immer gewesen ist, seit es Reh gibt und Predator gibt. Der Unterschied mit der modernen Jagd ist allerdings der, dass der Predator nicht aus dem Gebüsch hüpft und mit Zähnen sich im Halse, Nacken oder wo auch immer im Reh verbeißt, sondern irgendwo weiter weg mit einer Distanzwaffe Peng macht. Gewissermaßen kann man vielleicht sogar sagen, der Tod kommt schneller, als wenn das der Luchs aus dem Gebüsch ist. Weil der Luchs aus dem Gebüsch, der ist schnell, der ist ein typischer Lauerjäger. Das heißt, der springt wirklich kurz das Reh an oder rennt von mir aus noch 4, 5 Schritte, aber dann hat er es auch, oder er hat es nicht, dann entkommt's. Dann ist es also erfolgreich geflüchtet. Aber wenn ein Reh getötet wird vom Wolf, dann ist das eine Angelegenheit von 15 Sekunden höchstens, ja, gegebenenfalls auch deutlich schneller, vom Wolf oder vom Luchs. Tatsächlich ist nämlich der Wolf, das wissen auch viele nicht, in Deutschland zumindest auch zu 90% ein Lauerjäger. Der macht das gleiche wie der Luchs, weil unsere Wälder häufig mit relativ dichtem Unterwuchs, hier so ein bisschen ein Beispiel, jetzt gerade im Frühjahr natürlich noch ohne Blätter oben drüber, aber ne, da gibt es Versteckmöglichkeiten. Da kann man aus dem Hinterhalt agieren. Funktioniert das auch in der Arktis? Nö, wo willst du dich da verstecken? Unter der Zwergbirke? Die ist so hoch. Ja, das wird schwierig. Da muss
rausgejagt, gehetzt werden, wie wir das aus eben allen möglichen Wolf-Dokumentationen kennen. Da geht das gar nicht anders. Aber hier bei uns geht es anders. Es ist für den Wolf energieschonender, sich anzuschleichen. Und warum soll er dann unbedingt dem Reh durch einen halben Wald hinterherrennen, wenn er es gar nicht unbedingt muss? Davon abgesehen, dass das Reh dann wahrscheinlich schneller ist als der Wolf, weil es darauf ausgelegt ist, in so einem Unterholz trotzdem boing, 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 super schnell vorwärts zu kommen, während der Wolf zwar auch hüpfen kann, aber längst nicht in der Vollendung wie das Reh. Ne? Ein Wolf ist schneller als ein Reh auf der Ebene, aber nicht durchs Unterholz, da gewinnt immer das Reh. So, also, die einzige Möglichkeit, wie zum Beispiel ein Reh, ja, seit in den letzten paar tausend Jahren in Deutschland durchgefressen werden, sozusagen, ums Leben kommen konnte, und das gilt für jedes andere Wildtier auch, ist gefangen werden, meistens durch einen kurzen Akt der Brutalität und dann relativ schnell zumindest fluchtunfähig zu sein. Jetzt möchte ich auch nicht behaupten, dass das immer ein kurzer Tötungsbiss ist und dann ist das Tier sofort tot. Das gibt es. Es gibt aber auch Fälle, da werden die halt mehr oder weniger gefressen, wenn sie noch nicht ganz tot sind oder noch im halbtoten Zustand bereits eben die Bauchdecke aufgerissen, je nach Tier, und andere Sachen, die uns grausam anmuten werden. Aber das gibt es nun mal. Ja, das ist eben die Natur. Die Tiere sind unter diesen Bedingungen wirklich vollständig unbeeinträchtigt von irgendwas. Die machen einfach das, was sie schon immer gemacht haben, und schon immer ist es so gelaufen. Und erst seit es uns gibt, stehen wir nebendran und maßen uns an, dazu eine ethische Beurteilung abgeben zu wollen. Ne? Das generell einfach so ein Punkt. Ne? Aber ja, ich persönlich halte also einen Schuss, peng, wupp, getroffen, zack, tot, ohne vorher den Lebensraum, den man immer kannte, der natürliche Lebensraum war, in dem man sich reproduzieren konnte, mit wem man selbst aussuchen konnte, in dem man fressen konnte, was man selbst aussuchen konnte, in dem man seine Freizeit damit verbringen konnte, das zu tun, was man wollte, und sich mit Artgenossen zusammentun, wenn man dann ein soziales Tier ist, wie man das wollte. Ne? Also ein solches Leben halte ich für in jedem Fall immer lebenswerter und wahrscheinlich interessanter und mit Sicherheit, ja, ist meine Überzeugung, kann man wieder nicht beweisen, das ist nicht empirisch nachweisbar, aber ich bin mir sicher, dass die allermeisten Tiere, wenn man ihnen klar machen könnte, dass sie die Wahl haben zwischen einem, außer dem kurzen, erheblich kürzeren Leben im Stall, erheblich kürzeren Leben, selbst als die Durchschnittslebenserwartung in freier Wildbahn, nochmal erheblich kürzer im Stall, das würde, glaube ich, kein Tier wirklich vorziehen, wenn man ihnen das klar machen könnte, was nicht geht, weil zumindest ein konzeptionelles Verständnis von Tod und der Notwendigkeit, irgendwann tot zu sein, haben, soweit wir wissen, Tiere so nicht. Es ist ja in vielen philosophischen Denkrichtungen der treibende Motor, der uns Menschen überhaupt das tun lässt, was wir so tun, dass wir eben wissen, dass wir eines Tages, egal was wir machen, tot umfallen werden. Ja? Und dieses Wissen, dass das passieren wird, treibt einige von uns zu seltsamen Taten an, wie irgendwelche großen Marmorstatuen von uns irgendwo aufstellen zu wollen, die man 2000 Jahre später noch ausbuddeln kann. Also Julius, Respekt. Ne? Gut, wie dem auch sei, das dazu. Also ich persönlich, aber das ist letzten Endes eine ethische Fragestellung, ich sehe wirklich nicht, wie das ein schlechterer Tod sein kann. Ja, und es ist in jedem Fall unbedingt immer, und das brauchen wir nicht zu diskutieren, der natürlichere Tod als alles, was wir uns Hightech-mäßig für Stalltiere einfallen lassen können. Selbst wenn wir den kompletten Stall zum Beispiel mit Betäubungsgas füllen und der komplette Stall schläft friedlich ein und die Tiere merken das wirklich nicht und dösen einfach weg und werden dann halt geschlachtet, ohne dass sie das wirklich irgendwie bewusst mitbekommen. Nur mal angenommen, wir würden sowas machen. Ich weiß nicht, ob das geht und ob das irgendwer tut. Bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Okay, ja, ist wahrscheinlich der stressfreiere, möglicherweise der ethisch-moralisch bessere Tod, aber sicher nicht der natürlichere. Der natürlichere ist, das Raubtier kommt aus dem Gebüsch und zerfleischt dich. Ja, und das dauert, wie gesagt, im besten Fall ein paar Sekunden, im schlimmsten Fall eine Minute,
länger wahrscheinlich nicht. Die Verletzungen, die dazugefügt werden, sind schon sehr gravierend. Außerdem, auch bei Tieren gibt es einen Schock, dass die dann einfach nichts mehr mitbekommen und das Bewusstsein verlieren, selbst wenn sie wohl möglich noch leben. Ja, von daher, ja, also, aber ich wollte einfach mal drüber geredet haben. Ja, das ist ich kann nur noch betonen, das sind alles Meinungsfragen. Das gibt da kein richtig oder falsch und wir können nicht beweisen, was in hochentwickelten Säugetieren kurz vor ihrem Tod so vor sich geht und welchen Tod sie bevorzugt hätten. Bevorzugt man überhaupt irgendeinen Tod? Das ist eine andere Frage, ne? Ohnehin die ganze Todesphilosophie, Memento Mori, Gedenke des Todes oder dass du sterblich bist, je nach Auslegungssache, hatten wir schon mal in der Literatur. Die einen oder anderen Germanisten werden sich erinnern oder Leute, die in der Schule gut aufgepasst haben. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. 18. Jahrhundert, sowas um den Dreh, kann das sein oder war das noch ein bisschen früher? Ah, ich weiß es nicht. Ich kann es euch mal unten hinschreiben vielleicht. Gut. Drittens, ÖJV. Ökologie hat nichts mit Ethik zu tun. Das ist so im Wesentlichen das. Wenn ich ihn noch habe, würde ich euch mal noch den Kommentar dazu anheften, der mich zu diesem, ja, zu diesem Thema quasi gebracht hat. Ist ein wichtiges Thema. Ja? Ja, im Wesentlichen, man kann jetzt dem ökologischen Jagdverband einiges vorwerfen, das kann man schon. Ja, man kann ihm auch ethisch-moralisch vor allen Dingen einiges vorwerfen. Aber ökologisch ist es schon. So, und im konkreten Beispiel stand in dem Kommentar, wenn ich ihn dann finde, wenn nicht, muss ich es euch so erzählen, dass zum Beispiel der ÖJV eben mit Ethik nichts am Hut hat oder mit Gut oder sonst wie, weil der, also Gedankenzitat, ne? Weil er zum Beispiel eben den Muttertierschutz aufheben möchte. Der Muttertierschutz bedeutet, dass man derzeit nach deutschem Jagdrecht kein Tier schießen darf, das trächtig ist, sichtbar trächtig oder noch führt. Soll heißen, solange ein Säugetier noch säugt, also der Nachwuchs vielleicht nicht unbedingt darauf angewiesen, aber noch Milch zu sich nimmt und der Nachwuchs noch nicht entwöhnt ist. Sobald der Nachwuchs entwöhnt ist, versiegt nämlich bei einem Muttersäugetier fast immer ziemlich schnell der Milchfluss, der genauso schnell und sofort mit der Geburt quasi einsetzt und dann wieder weg ist. Wie gesagt, wenn das Tier, das Jungtier dann entwöhnt wurde, weil zusätzlich Milch zu produzieren, die keiner mehr trinkt, wäre ja Quatsch, wäre Verschwendung, kommt in der Natur fast nie vor. Ja? Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Man könnte jetzt sagen, es kommt wirklich nie vor, aber es gibt bestimmt irgendwo eine Ausnahme, wo es dann doch mal passiert ist. Egal. Jedenfalls, das gilt als ethisch nicht korrekt, beziehungsweise im Sinne der Weitgerechtigkeit, um diesen Begriff jetzt nochmal rauszuholen, die Grundsätze der ethisch-moralisch, fairness-technisch und ja, traditionell, das sicher auch, richtigen Jagd. Da ist viel Gutes dabei und eben unter anderem eben der Grundgedanke, dem Wild eine Chance zu geben. Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze der Weitgerechtigkeit. Heißt, die Jäger haben auch Zeug, das nirgendwo steht, was halt unter den Jägern als wichtig angesehen wird und haben dann zumindest traditionell, ganz, ganz traditionelle Jagdverbände mögen das auch noch haben, auch ihre eigenen Gerichte, wo du dann halt eben mit so und so viel Kästen Bier bestraft, die du zahlen darfst, bestraft wirst, wenn du gegen die ungeschriebenen Gesetze der Weitgerechtigkeit verstoßen hast, weil du falsch ins Horn getutet hast, zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Also wer es so weit treibt, dass da die Kollegen dann auch noch Strafe zahlen müssen, weil sie irgendein Brauchtum nicht eingehalten haben. Das kann man selbstverständlich machen, wenn da alle Beteiligten mit einverstanden sind. Wunderbar. Geht mich nichts an. Ja, ich halte es ein bisschen für seltsam, aber egal. Ja? Völlig wurscht, was ich davon halte. Wie auch immer. Jedenfalls, diese Weitgerechtigkeitsgesetze, Teile davon sind tatsächlich Gesetz, stehen auch so im Bundesjagdgesetz, ne, oder in den Landesjagdgesetzen. Andere Teile sind eher Brauchtum, werden aber als Gesetz interpretiert von Teilen der Jägerschaft. So, und da steht eben so ein ethisches Zeug drin, aus der Kategorie dem Wild eine Chance geben. Der Grundgedanke dessen ist zum Beispiel auch verwirklicht in
Zum Teil. Es gibt mehrere Gründe dafür, aber wenn du mit einem Halbautomat, also einem Gewehr, das jedes Mal beim Krummachen des Fingers eine Kugel abfeuern würde, bis das Magazin leer ist, theoretisch kannst du mit dem G36 jagen gehen, die Jagdausführung halt, die hat dann keinen Feuerstoß. Also so eine beinahe Kriegswaffe, ja, die ist in der Zivilvariante eben durch zwei Faktoren entschärft, nämlich eben erstens, wie gesagt, durch den fehlenden Feuerstoß und zweitens, dass du juristisch gesehen nur drei Kugeln in der Waffe haben darfst. Das heißt, du machst Peng, Peng, Peng und dann ist die leer geschossen und dann musst du nachladen und bis dahin ist, was auch immer du schießen willst, mit Sicherheit verschwunden, weil du dann nochmal komplett neu das Ziel aufnehmen musst und über lange Distanzen und so weiter, da hast du dann keine Chance. Also du kannst wirklich nur Peng, Peng, Peng machen. Willst du ein hervorragender Schütze, liegen dann da drei tote Tiere, aber mehr eben auch nicht. Und ja, weil das Peng, Peng, Peng so einfach ist und so schnell hintereinander funktioniert, ist es eben auch, mal abgesehen davon, dass du dann weniger Massaker in der Fußgängerzone theoretisch anrichten könntest, nur theoretisch, aber das soll wohl auch eine Rolle gespielt haben bei diesem Gesetz, dass eben die Munitionsmenge auf drei Schuss für Halbautomaten reduziert. Aber egal, für die Jagd ist es einfach, um dem Tier eine Chance zu geben, dass nicht beliebig schnell in aller Folge quasi mit Maschinengewehr in Anführungszeichen gejagt werden darf. Ja? Gibt es dafür irgendeinen objektiv notwendigen Grund, das nicht zu tun? Tut es dem Tier weniger weh, wenn es nicht noch eine vierte Kugel abbekommt, sozusagen. Ja? Schwierig. Ja? Also es ist ganz schwierig für viele dieser sogenannten Grundsätze eine sachliche Begründung, abgesehen von, man möchte dem Tier einfach eine Chance lassen, gibt. So, und jetzt ist eine Meinung von vielen Mitgliedern des ÖJV, mit denen ich auch persönlich schon geredet habe, welche Chance? Du ballerst da mit einem Hightech-Schießprügel ohne jedes persönliche Risiko, Ausnahme Wildschwein-Nachsuche, auf die Tiere ein und fühlst dich edel, weil du dafür ein Repetiergewehr statt einem Halbautomaten verwendest, sozusagen. Ja, macht das für das geschossene Rehen wirklich einen Unterschied? Ist das Schießen mit dem Halbautomaten mit beliebig viel Munition unten drunter übrigens, ne? Ist das irgendwie so furchtbar viel schwieriger, dass man deswegen nichts mehr trifft? Der Schuss muss sowieso präzise sein. Ja, man sollte ja niemals abdrücken. Das ist absolut sinnvoll, um Tierleid zu vermeiden, wenn man sich nicht sicher ist, dass man jetzt auch gut trifft. Und ob das jetzt mit einem Halbautomat passiert und in schneller Folge oder mit durchrepetieren, und in ein bisschen langsamerer Folge, und gut, der Schütze kriegt das auch super schnell hin, ja, ob das jetzt praktische Relevanz hat, abgesehen von, dass man das Gefühl hat, edler zu sein, weil man dem Wild eine Chance lässt, das ist böse formuliert, ich weiß, ich formuliere es absichtlich provokativ, weiß ich nicht. Ha? Ihr dürft mir gerne Argumente in die Kommentare schreiben, würde mich freuen, mal welche zu hören, die zum Beispiel eben diese Sache mit den nur drei Schuss im Halbautomat gut begründen. Ha? Oder eben jetzt der Muttertierschutz. Nimmt irgendein Organismus außer Homo sapiens Rücksicht darauf, ob ein Tier schwanger oder führend ist? Interessiert das den Wolf? Interessiert das den Luchs? Interessiert das irgendein Raubtier? Warum müssen wir das dann machen? Ja, gibt es ein Naturgesetz, das uns das aufzwingt? Nee, es ist eine freiwillige Fairness-Geschichte, ein Stück weit. Kurze Klarstellung an dieser Stelle, das waren jetzt ja nur Beispiele. Selbstverständlich enthalten die Grundsätze zur Weitgerechtigkeit im Grunde auch so Sachen wie eben das die Mindestaufprallenergie, die das Geschoss haben muss, wenn es das Tier trifft, vorzuschreiben. Das ist sinnvoll zur Vermeidung von Tierleid. Im Grunde ist auch der Muttertierschutz, den wir gerade angesprochen haben, auch sinnvoll zur Vermeidung von Tierleid, weil wenn du das Muttertier nur wegschießt und das Kalb eben nicht, dann muss das Kalb eben ja darunter leiden, dass es dann von den anderen Tieren gemobbt wird sozusagen und außerdem ist die Mutter nicht mehr da, die es um sich kümmert und im schlimmsten Fall verhungert es elendig, je nachdem wie jung das Kalb noch ist. Und das sind natürlich sinnvolle Sachen, ja, in der Idee, aber sind die auch ökologisch? Das ist natürlich einmal die Frage, ja, also manche Sachen haben objektive Gründe, wenn man sie dann ethisch-moralisch im Vermeiden von Tierleid sehen möchte. Andere Sachen
ja, dienen mehr dem vielleicht sportlichen Aspekt. Ja, wie gesagt, absichtlich ein bisschen provokativ formuliert, gerne Gegendarstellungen in die Kommentare. Ich hatte auch einen interessanten Kommentar unter dem letzten Beitrag, dass jemand aus Grund von tatsächlich diesem wirklichen Fairness-Gedanken gerne Bogenjagd betreibt. Weil bei Bogenjagd musst du nah ran ans Wild, da ist nichts mit auf Hochsitz sitzen und auf große Distanz schießen. Und das ist noch am ehesten eine Jagd, wo man wirklich sagen kann, sieht er so, habe ich zumindest so rausgelesen aus dem Kommentar. Herzliche Grüße, falls du dich angesprochen fühlst und das hier gerade siehst. Ist das noch am ehesten tatsächlich recht nah dran an dem, was Beutegreifer, die auf ihr Gebiss angewiesen sind, um Tiere vom Leben zu Tode zu befördern, auch tun. Ja? Nah ran an die Beute. Klar, es ist immer noch eine Fernwaffe, aber ein guter, wirklich guter Schütze, der schafft mit dem Bogen einen sicheren Schuss auf 10 Meter. Weiter nicht. Ja? Also zumindest meine Erfahrung nach dem, was ich so gehört habe. Besser wäre 8 Meter ran, 6 Meter ran, damit du wirklich, wirklich sicher bist, das Tier auch absolut prima zu treffen. Zumal, ja, ein Pfeil ist auch tödlich, insbesondere mit entsprechenden Jagdspitzen ist das alles super, super tödlich, aber nicht unbedingt sofort oder weniger häufig sofort. Dazu gibt es eine Statistik zumindest, die ich kenne, weil halt eben diese Schockwirkung der enorm großen Wunde, die eine entsprechende Jagdpatrone als Austrittwunde hinterlässt, die Schockwirkung von einem solchen ja, ballistischen Gesch Patrone, ne? Jagdgeschoss ist einfach größer. Das heißt, die Chance, dass das Tier sofort tot ist und nicht noch wegläuft, ist größer. Wird es mit einer Pfeilwunde auch sterben? Absolut, ja, aber wohl manchmal langsamer, wenn eben der Schuss nicht am besten das Herz in vier Richtungen zerschneidet. Ja, das sind ja so vier, im besten Fall vier Schneiden habende Pfeile sozusagen. Nur mal so als Gedanke. Ja. Ist in Deutschland deswegen nicht erlaubt, weil die Chance auf Fehlschüsse immer beziehungsweise ein Fehlschuss erzeugt fast immer Tierleid. Und deswegen ist zumindest die Begründung, darf man in Deutschland nicht mit dem Bogen jagen und nur mit dem Gewehr, weil selbst wenn du das Tier schlecht triffst, ist es häufig trotzdem schnell tot. Ja. Häufig, nicht zwingend. Das wäre übrigens noch ein Punkt, den ich zu zweitens, also die Frage, ist erschossen werden ein schöner Tod oder ein besserer Tod, noch kurz erwähnen möchte. Klar gibt es Fälle, wo das Tier nicht richtig getroffen wird und dann muss es elendig verrecken. Aber das ist halt, wie gesagt, auch bei ganz normalem getötet werden durch Wolf, Bär, Luchs etc. Auch so. Ist also so gesehen irgendwo ein Stück weit natürlich, dass mit vom Leben zum Tode befördert zu werden nun mal Leid einhergeht. Ist auch evolutionär sinnvoll, wenn Sterben lustig wäre, hätte ja auch keiner einen großen Grund dagegen vorzugehen. Und das wäre schlecht zum Überleben einer Art. Von daher hätte sich das evolutionär wahrscheinlich nicht so richtig durchgesetzt, dieses Konzept. Gut, also zurück zur Frage, warum der Ökologische Jagdverband also solche Praktiken wie die eben genannten ablehnt. Ja, weil es nicht ökologisch ist, ganz einfach. Ja, ökologisch im Sinne von dessen, was der Ökologische Jagdverband sagt, bedeutet, wir passen uns den natürlichen Vorgängen im natürlichen, vom Menschen unbeeinflussten Ökosystem an. Ja, und da gibt es auch keinen Muttertierschutz. Und da gibt es zum Beispiel auch keine Begrenzung, eben nur so und so viele Tiere zu schießen. Wenn du fünf treffen kannst, dann schieß halt fünf weg, wenn genügend da sind. Beziehungsweise wenn du den Bestand entsprechend reduzieren willst. Ob man ihn reduzieren muss, das ist eben der große Knackpunkt, der viel diskutiert wird, wobei die Jagdverbände eine unterschiedliche Meinung zu haben und ich irgendwo zwischen den Stühlen stehe und mir nicht anmaße, diese Frage endgültig beantworten zu wollen. In manchen Fällen ist es sicher notwendig. In einigen Fällen habe ich auch schon funktionierende Vergrämungssysteme gesehen, wo man eine Schwerpunktbejagung durchführt, soll heißen, auf der Fläche A, auf der gerade die jungen Bäumchen stehen, die nicht verbissen werden sollen, da fliegt das Blei oder noch besser das bleifreie Blei, also bleifreie Jagdmunition in der Gegend rum und jedes Tier, das den Kopf aus dem Wald steckt, um auf der Fläche an den jungen Tännchen zum Beispiel zu knabbern, wird sofort weggebügelt. Ha?
Und das lernen die dann relativ schnell, dass es keine gute Idee ist, auf dieser Fläche irgendwie den Kopf rauszustrecken und gehen halt irgendwo anders hin, wo sie vielleicht ein bisschen weniger zu fressen finden. Aber da jagt gar niemand. Und dann ist es relativ schnell möglich, klappt auch nicht immer, das ist eben saumäßig kontrovers und schwierig, möglich, dass sie dann einen Lerneffekt daraus ziehen, überall sonst fressen gehen, da ihre Ruhe haben und damit kann man auch mit einer hohen Wilddichte, einer relativ hohen Wilddichte, trotzdem auf der Fläche, wo gerade die Verjüngung hochkommen soll, die Verjüngung sichern, ohne einen Zaun zu bauen oder Plastikhülsen drumherum oder anderen Verbissschutz. Theoretisch. Ha? Wie gesagt, ich kenne Fälle, da funktioniert das prima. Exkursionsteilnehmer haben vielleicht schon 2-3 Beispiele gesehen. Und ja, ich kenne aber auch Fälle, da hat das noch nie funktioniert und klappt so gar nicht. Also es ist schwierig. In jedem Fall muss man de facto, auch wenn das Konsequenzen hat, dem ÖJV zugutehalten bzw. zugestehen, dass wenn du den Wildbestand entsprechend reduzierst, ist es mit den Wildschäden an der Vegetation tatsächlich vorbei. Das funktioniert immer. Es hat halt die Konsequenz, dass dafür sehr viele Rehe vor allen Dingen getötet werden. Aber es funktioniert. Ist das jetzt besser? Wie gesagt, das weiß ich nicht. Ja. Einige haben angemerkt, die wohl Jagdscheininhaber sind und das ganz furchtbar finden. Wie kann ich das nur sagen, dass eine regelmäßige Kontrolle vom Jagdscheininhaber und dem Jagdschein sehr wohl stattfindet. Ja, den muss man je nach Bundesland, je nach Art des Jagdscheins, je nach Ausstellungsdatum, alle paar Jahre musste da 4 grob, von mir aus auch 3, weiß ich nicht, das variiert eben ein wenig, musst du zu deinem Rathaus im Regelfall, deinem, welches Büro auch immer, auch das variiert ein wenig, soweit ich weiß, von Bundesland zu Bundesland. Was relevant ist, ist tatsächlich, also es ist falsch, wenn ich sage, der Jagdschein muss nicht, hält ein Leben lang. Automatisch ist es falsch, ja. Praktisch tut das aber. Ja, und hier kommen wir mal zu einer Texttafel. Die ist deswegen geeignet, weil ich sonst viel zu lange am Thema rumlabere vor Ort. Das muss nicht sein, das können wir halbwegs kompakt abhandeln. Also, grundsätzlich, der Jagdschein kann immer wieder verlängert werden, solange man die Voraussetzungen erfüllt, eben die mit dem Ausführen der Jagd verbunden sind, beziehungsweise mit der Sorgfaltspflicht und der Zuverlässigkeit und der Eignung, der persönlichen Eignung, die für die Jagd erforderlich ist. Solange kann der immer wieder verlängert werden, er muss allerdings verlängert werden. Ne? Also das Dokument per se läuft ab, da muss man zu den Behörden rennen und dann kriegt man einen neuen, wenn da eben nicht irgendwas Krasses dagegen spricht. So, und wie kann man jetzt den Jagdschein verlieren, weil er halt eben doch nur dann ewig hält, wenn man sich immer korrekt verhält? Ja, nämlich erstens bei Verstößen gegen das Waffenrecht, auch ganz kleine. Ja, das muss auch nicht unbedingt eine Straftat sein, da reicht schon, wenn da wirklich so eine kleine Unsorgfältigkeit nachgewiesen werden kann, Betonung auf nachgewiesen. Muss man sehen, muss jemand sehen, der Interesse daran hat, das auch zu melden und dann erst können die Behörden da irgendwas unternehmen. Das heißt, dass das im Wald geschieht, ist relativ unwahrscheinlich. Egal. So, dann bei kleinen Verstößen gegen die Sorgfaltspflicht im Umgang mit Waffen. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger so ein Übergang. Verstöße gegen das Waffenrecht und kleine Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten. Kann man sich jetzt fragen, was ist jetzt was? Aber selbst eben kleinste Kleinigkeiten, dass man zum Beispiel noch irgendwo eine Patrone rumliegen hat, irgendwo in der Jackentasche noch eine Patrone rumfliegt und man das vergessen hat oder sowas in die Richtung, dass man Alkohol konsumiert und unter irgendwelcher Promille, also mehr als 0,0, dann die Waffe mit sich führt, selbst wenn man das eigentlich darf, als Jäger, der ja die Waffe mit sich führen darf, zum Jagdrevier und vom Jagdrevier wieder nach Hause, jeweils ohne Umwege. Immer auf dem direkten Weg oder zumindest den direkt möglichsten Weg. Wenn es eine Straßensperrung ist, darfst du schon der Umleitung folgen. Aber musst du dann im Zweifel auch nachweisen, dass da wirklich eine Straßensperrung gewesen ist. Ja, das heißt, man darf auch nicht einen trinken gehen nach erfolgter Jagd und die Jagdwaffe zum Beispiel einfach so im Auto liegen lassen, weil dann könnte sie gestohlen werden. Und allein die Tatsache, dass die Jagdwaffe zum Beispiel sichtbar auch noch einfach im Auto liegen gelassen wird, selbst wenn das Auto verschlossen ist, kann schon als kleiner Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht interpretiert werden. Und insbesondere, sobald man dann ein kleines Radler getrunken hat, mit der Waffe im Auto nach Hause zu fahren, selbst wenn man offiziell noch fahrtüchtig wäre, aber da man eine Waffe dabei hat, gilt 0,0 Promille und dabei kontrolliert
werden, dann ist der Jagdlappen wahrscheinlich auch weg oder könnte es zumindest sein. Das sind so ein paar Beispiele, kann man jetzt noch ganz lange weitere nennen, sparen wir uns an dieser Stelle. So, dann bei beliebiger Straftat inklusive Schwarzfahren. Schwarzfahren, also im Zug ist, oder Bus, ist ja immer noch eine Straftat juristisch gesehen. Das ist sicherlich ein bisschen überholungsbedürftig und schwachsinnig, aber so ist es. Und wenn man zweimal beim Schwarzfahren erwischt wird, kann zum Beispiel der Jagdschein auch weg sein. Ob das sinnvoll ist, eine andere Frage, aber sobald du eine Straftat begehst, besagt das quasi über dich, dass du nicht die erforderliche ethisch-moralische Kompetenz hast, vorsichtig ausgedrückt, um einer dass dir eine Schusswaffe anvertraut werden kann von der Gesellschaft, ne? Weil du ja offensichtlich auf Gesetze nicht viel gibst, weil du hast dir eins gebrochen. Wichtig, man muss bei zur besagten Straftat auch verurteilt werden. So, dann bei Ordnungswidrigkeiten, die was mit der Jagdausübung zu tun haben, auch da muss man ja verurteilt in Anführungszeichen zu werden, also diese Ordnungswidrigkeit akzeptieren. Das kann zum Beispiel auch ein Verstoß gegen den Tierschutz sein, dass du den Hund von der Nachbarin getreten hast, ohne dass der es verdient hat, oder ja, irgendwie ein Meerschweinchen 7 Wochen nicht gefüttert, weil du es vergessen hast und das konnte ja auch nachgewiesen werden. Das wären jetzt zum Beispiel auch solche Dinge, wo man dann eben den Jagdlappen auch schon los wäre. Bei normalen allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, falsch parken, keine Ahnung, ein Zelt im Wald aufgebaut haben und solche Sachen, da ist das, glaube ich, dann nicht so, dass man deswegen den Jagdlappen verlieren kann. Gibt es jedenfalls keinen Fall, den ich irgendwie recherchieren könnte, bei dem das dazu gekommen wäre. Es muss also schon ein Bezug zur Jagd hergestellt werden und ja, Zelt im Wald aufbauen. Naja, theoretisch kann man da vielleicht sogar einen Bezug zur Jagd herstellen. Weiß ich nicht, wenn es für die Jagd aufgebaut worden ist, dann sicherlich schon. Ne? Ja, dann gibt es noch. Ach so, theoretisch übrigens auch, also unabhängig von dem, was da steht, bei Straftaten bezüglich Tierschutz oder Waffenrecht oder irgendwas anderes Jagdrelevanten, bei dem man zwar nicht verurteilt wurde, aber das Verfahren zum Beispiel gegen Zahlung eines Geldbetrags eingestellt wurde. Da kann die Behörde auch versuchen, da kann man meistens juristisch erfolgreich gegen vorgehen, den Jagdlappen einzuziehen, aber wie gesagt, da kann man meistens juristisch gegen vorgehen. Weil wenn du nicht verurteilt wurdest, kann man auch nicht beweisen, dass du es gewesen bist. Und, ne, aber soll es wohl schon Fälle gegeben haben, wo das trotzdem passiert ist. Gut, und dann, ich schreibe absichtlich theoretisch bei Verlust der körperlichen Eignung oder bei Verlust der geistigen Eignung. Da müssen aber jeweils Tatsachen bei den Behörden vorliegen, die überhaupt die Vermutung zulassen, dass du die jeweilige Eignung nicht mehr erbringst. Schieres Alter, 90 oder sowas, reicht da beispielsweise nicht aus. Da gibt es ein Referenzurteil, das diese Vermutung zulässt, dass auch ein 90-Jähriger so dann noch über die notwendige Fitness verfügt, theoretisch noch jagen gehen darf, solange das, wie gesagt, eben noch kann. Und man umgekehrt, die Beweispflicht, dass das nicht mehr kann, liegt sozusagen bei den Behörden. Der 90-Jährige hat nicht automatisch die Beweispflicht, beweisen zu müssen, dass er es noch kann. Und ja, da die Behörden auch nur Menschen sind und vielleicht nicht immer super, super fleißig, müssten die sich extra Arbeit machen, um rauszufinden, ob denn der 90-Jährige, der gerade seinen Jagdschein verlängert haben möchte, überhaupt noch jagdtauglich ist. Und häufig tun sie das schlicht nicht. Ne? Genau genommen tun sie das so gut wie fast nie. Und 90-Jähriger kommt auch selten. Und weil die meisten 90-Jährigen, die einen Jagdschein haben, hören dann auch irgendwann mit 80 mit dem Jagen auf. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass die automatisch alle versuchen, ihren Jagdschein bis ins greise Alter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, verlängern zu lassen. Das ist ja auch nicht so. Ne? Also wir müssen jetzt nicht den Eindruck erwecken, als hätte jeder Jäger ein riesiges Interesse daran, mit dem Gewehr in der Hand an Altersschwäche zu versterben. Das ist ja Quatsch. Ne? Aber theoretisch müsste man es eben erst nachweisen. Und da das eben sehr selten vorkommt, habe ich jetzt hier theoretisch Verlust durch die körperliche Eignung oder geistige Eignung hingeschrieben. Geistige Eignung hat man dann nicht mehr, wenn man zum Beispiel eine mentale Krankheit, geistige Erkrankung unterliegt, die Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit haben könnte. Das heißt, eine Depression müsste eigentlich. Das ist ja egal, mit einer Depression weißt du ja trotzdem noch grob, was du tust. Du hast vielleicht keine Lust mehr, es zu tun und es macht dir nichts mehr Spaß und du hast vielleicht sonstige Probleme im Leben und das ist auch überhaupt nicht lustig und man sollte sich da auch gar nicht drüber lustig machen, will ich an dieser Stelle auch nicht getan haben. Aber
Für die Jagdausübung ist das erstmal egal, ne? Wenn du schlimmstenfalls nicht die Motivation aufbringen kannst, jagen zu gehen, dann passiert ja auch niemandem was. Aber deswegen schießt du nicht absichtlich daneben, weil du keine Lust hast zu treffen oder sowas. Ja, darum, es muss auch schon eine geistige Erkrankung sein, die wirklich geeignet ist, die Zuverlässigkeit mit der Waffe einzuschränken. Irgendwas, was mit Schizophrenie zum Beispiel einhergeht, wäre dann sicher so etwas, wo man da vorsichtig sein müsste. Oder Demenz, Alzheimer etc. pp. Gut, aber der Jagdschein wird eben nicht verloren und kann auch nicht weggenommen werden wegen egal welcher freien Meinungsäußerung. Ne? Also solange die jetzt nicht klar illegal ist, also sowas wie der Holocaust hat nicht stattgefunden, das ist ja eine der wenigen Sachen, die man in Deutschland nicht sagen darf. Alles andere darf man sagen, egal wie kontrovers das, also fast alles andere, egal wie kontrovers das ist und wie bescheuert die Aussage. Meinungsfreiheit heißt, du darfst auch total bescheuerte Sachen sagen. Man darf dich deswegen doof finden, man darf dich deswegen diskriminieren. Wegen Meinung darf jemand diskriminiert werden, das geht tatsächlich und ist rechtlich okay. Aber ja, den Jagdschein darf man deswegen nicht wegnehmen, weil der Meinung ist ja frei, egal wie verworren und verblödet. Da müsste man schon sehr, 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 sehr umfassende und schwierige Gerichtsprozesse führen, um jemanden, weil er zum Beispiel sagt, keine Ahnung, an irgendeinen Verschwörungsmythos vehement glaubt, dass meinetwegen die Bilderberger an allem schuld sind, ne? Das ist ein Treffen von verschiedenen wichtigen Leuten aus der Politik, wo die was auch immer besprechen. Und die Tatsache, dass dieses Treffen nicht öffentlich ist, vermutet man halt, die würden da quasi die Geschicke der Welt planen und alles untereinander aufteilen, was in der Welt die nächsten Jahre so passieren wird und solche Späße, ne? Und wenn du sowas zum Beispiel tatsächlich glaubst, dann wäre das legal. Und deswegen darf man dir den Jagdschein nicht wegnehmen. Auch nicht, wenn du dich darauf vorbereitest, dass die Echsenmenschen die Weltherrschaft an sich reißen wollen und du offen zugibst, dass du unter anderem deswegen einen Jagdschein besitzt, weil du Angst vor den Echsenmenschen hast. Da müsste man auch erstmal juristisch sehr lange rumprozessieren, um jemanden wegen so einer Behauptung den Jagdschein wegzunehmen. Ja? Weil das ist ja Meinung. So, bei Mitgliedschaft in fragwürdigen Organisationen, das ist auch egal, solange die Organisation nur fragwürdig und nicht gleich automatisch verboten ist. Dann kannst du da aber nicht Mitglied sein, weil dann gibt es die ja eigentlich gar nicht mehr und offiziell geht dann auch eine Mitgliedschaft nicht. Aber ja, egal wie fragwürdig eine Organisation ist, die zum Beispiel nicht verboten wurde, weil sie dann besser zu kontrollieren und zu beobachten ist, zum Beispiel durch den Verfassungsschutz, nur irgendein Beispiel, was mir gerade einfällt, da dürftest du auch Mitglied sein. Weil sie ist ja noch nicht verboten. Ne? Und wenn du der größte Arsch im Dorf bist, das ist egal, weil es ist nicht illegal, sozusagen. Ja? Also, solange du keine Straftat begehst und einfach nur ein Widerling bist, zum Beispiel deinem Umfeld, deiner Frau, deinen Kindern gegenüber und so weiter und so fort, diese aber nicht schlägst und so sehr beleidigst, dass das als Straftatbestand der Beleidigung ausreichen würde, darfst du auch ein Widerling sein und tja, ne? Also, so viel dazu. Das ist jetzt immer noch lang, aber kürzer als mein ursprünglicher Monolog und etwas strukturierter. So viel, dann wäre das jetzt also geklärt, ne? Also im Prinzip, solange man nicht gegen besagte Dinge hier verstößt, hält der Jagdschein dann aber quasi potenziell ewig. Potenziell nicht automatisch. So, jetzt ist es auch korrekt. So, und zum Schluss. Abschüsse reduzieren die Wildpopulation nicht. Das Argument hört man aus verschiedensten Lagern, unter anderem aus Anti-Jagd-Lagern, so nach dem Motto, ja, wenn du die Tiere abschießt, werden es hinterher mehr, dann kannst du es auch gleich sein lassen, ja, sprich die Jagd abschaffen. Dann hört man es hin und wieder von ÖJV, so nach dem Motto, ein paar Abschüsse reduzieren die Population nicht, wir müssen also ganz viele abschießen. Und man hört es ja von Seiten der zum Beispiel touristischen Jäger, die irgendwo hingehen und da bedrohte Tierarten abknallen, so nach dem Motto, ach, die paar Abschüsse reduzieren die Population ja eh nicht. Ja, also es gibt ganz verschiedene Lager, die von diesem Satz Gebrauch machen. Er ist, wenn du keine Zahlen nennst, grundsätzlich nicht falsch, er ist aber grundsätzlich auch nicht richtig, solange man keine Zahlen nennt. Und jetzt bin ich zwar fast durch, aber ich muss trotzdem nochmal den Akku wechseln.
So, also grundsätzlich mal zur Populationsdynamik. Erstmal, was ist eine Population? Eine Population ist eine räumlich mindestens teilisolierte Gruppe von einer Lebewesenart, also einer Biospezies, Reh, Hirsch, Igel, Opossum, ja, sowas in die Richtung, die, wie gesagt, als eine lose zusammenhängende Gruppe, je nach Art, ne, zum Beispiel eine Feldhamsterpopulation. Feldhamster sind Einzelgänger, die treffen sich kurz zur Paarung, bleiben dann so ein paar Tage beieinander und dann gehen die wieder getrennter Wege. Die Mutter zieht ihre Jungen auf, bis sie sie verjagt und dann sind die wieder weg und so weiter. Ne? Also da ist eine Population ein loser Zusammenhang von Individuen, die unter ähnlichen Lebensbedingungen in einem ähnlichen Ökosystem vorkommen. Sobald wir jetzt die Feldhamster von Sachsen-Anhalt mit den Feldhamstern von Rheinland-Pfalz unterscheiden, sind die schon wieder geografisch so weit auseinander, dass man davon ausgehen darf, dass die zumindest mal ein bisschen andere Lebensbedingungen haben. Das heißt, die Reproduktionsrate ist anders, die Nahrung, die sie vorfinden, ist anders. Und so weiter. Also das wären jetzt dann schon zwei unterschiedliche Populationen. Eine Population ist also immer eine räumliche Gruppe unter ähnlichen Bedingungen zusammenlebender Individuen einer Art, die eine gewisse Isolation zu einer anderen Gruppe aufweist. Nicht vollständige Isolation, das kann auch sein, ja, das geht auch, aber mindestens ein bisschen, dass also die Gruppen nicht völlig durchmischt werden. Weil wenn die Gruppen völlig durchmischt werden würden, wenn ein Genfluss, sprich Partneraustausch, völlig unbegrenzt zwischen zwei Populationen stattfindet, dann sind es nicht zwei Populationen, sondern eine. Ja, dann sind sie also nicht isoliert genug, um eine eigene Population zu sein. So, und innerhalb des Lebensraums einer Population gilt, dieser Lebensraum hat x Ressourcen für die Population zur Verfügung. Beginnt die Population gerade erst zu entstehen, nehmen wir an, ein Feldhamsterpärchen bzw. ein Feldhamsterweibchen und ein Feldhamstermännchen haben sich kurz für 3 Tage getroffen für Halligalli. Und jetzt gibt es Nachwuchs. So in dem Moment haben wir am entsprechenden Feldrand vom Acker von Bauer Huber, nennen wir ihn Bauer Schmidt, ist besser. Huber gibt es nur in Bayern. in Sachsen-Anhalt von mir aus haben wir eine neue Feldhamsterpopulation. So, jetzt sind das 5 Feldhamster, die da leben. Hoffen wir mal, dass noch ein paar mehr Pärchen zusammenkommen, sonst haben wir da schon wieder wegen genetischer Verarmung, stirbt die Population gleich wieder aus, aber ist egal. Das ignorieren wir jetzt erstmal, die da jetzt leben. Die haben jetzt das komplette Feld vom Bauer Schmidt für sich alleine und den großen, tollen Blühstreifen, den er jedes Jahr für die Feldhamster stehen lässt, für sich alleine. Herzlichen Dank, Bauer Schmidt, super Sache. Und können sich erstmal vermehren bis zum geht nicht mehr. Ja? Aber sie sind noch viel zu wenige, um sich wirklich viel zu vermehren. Erst wenn es viele Individuen sind, können sie auch gleichzeitig viele Kinder haben, weil viele Weibchen da sind, die viel schwanger sein können. Und in eben dieser Initialphase der Populationsentwicklung eine neue Population entsteht. Die kann auch sofort wieder zusammenbrechen, aber jetzt nehmen wir mal an, die ist erfolgreich, weil wir können nur die beobachten, die erfolgreich sind, die zusammenbrechen, sind ja sofort wieder weg und wir wissen gar nicht, dass es sie mal gegeben hat. Ja? Das heißt, wir haben einen ganz langsamen Anstieg der Populationsdichte. Ja? Langsam und linear werden es mehr. Bis sie irgendwann mal, das hängt von der Art ab, das hängt vom Lebensraum ab, das kann man nie genau vorhersagen, die kritische Größe sozusagen erreichen, indem sie angefangen, sich richtig gut fortzupflanzen und sich richtig schnell zu vermehren, weil sie jetzt genug sind, um den Lebensraum auch ihren Bedürfnissen ein Stück weit anzupassen. Jede Art, nicht nur wir Menschen, wir machen es schlimmer als alles andere auf dem Planeten, aber jede Art kann ein klein wenig Einfluss auf ihren Lebensraum nehmen und passt ihn ein bisschen ihren Bedürfnissen an, ein ganz kleines bisschen zumindest. Und an dem Punkt, wo das passiert ist und genug da sind, dass eben Bedürfnisbefriedigung gut funktioniert, Reproduktion jetzt
sicher funktioniert, gerade auch wenn nur ganz wenige Feldhamster da sind. Ne? Dann will der Uhu den Hamster haben, der Fuchs will den Hamster haben, der Marderhund will den Hamster haben, der Waschbär will den Hamster haben und so weiter und so weiter. Ja? Und die haben viele Feinde und die jungen Hamster haben noch gar nicht gelernt oder auch die Althamster haben noch nicht gelernt, wie man mit diesen Feinden klarkommt. Ja? Nach ein paar Jahren Hamstergenerationen, die auch verloren wurden, alle Jungen jedes Mal tot, hat dann die Althamsterin zum Beispiel irgendwann mal begriffen, was sie ihren Jungen beibringen muss, damit sie zum Beispiel dem Waschbär entkommen. So, und das ist dann so ein Punkt, wo sie sich dann genug an ihre Umwelt angepasst haben, wo die Population eben diesen Level erreicht, wo sie gut etabliert ist. Und an diesem Punkt, ja, so nach ein paar Jahren, je nach Art, ganz unterschiedlich, es kann auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, beginnt das exponentielle Wachstum. Irgendwann beginnt das immer. Das heißt, in dem Moment wächst unsere Population nicht mehr so langsam als gerade, fröhlich vor sich hin, gemütlich, sondern macht diesen Joi und geht durch die Decke sozusagen. Ja, jetzt beim Schnitt kann ich mir nicht verkneifen, hier noch ein paar Anmerkungen zu machen, weil es halt einfach für das Grundverständnis eines jeden ökologischen Zusammenhangs fundamental wichtig ist, dass man die Populationsdynamik insoweit zumindest verstanden hat, dass jeder Organismus irgendwann mal in so eine exponentielle Wachstumsphase kommen kann. Und je nachdem, wie sehr der besagte Organismus in der Lage ist, schnell Nachkommen zu produzieren, also Kaninchen zum Beispiel relativ fix, Elefanten nicht, ja, verläuft diese Kurve mal mehr, mal weniger exponentiell, aber sie kann es potenziell immer geben. Und insbesondere findet sie halt eben dann statt, wenn die entsprechende Art, um die es geht, ein Level der Anpassung an ihren Lebensraum erreicht hat, der ihr einen gewissen Luxus verpasst, wo sie sich sozusagen, wenn man das so formulieren möchte, und das ist jetzt ein bisschen philosophisch durchaus fragwürdig und der Ökophilosophen sozusagen, wie man das formulieren will, aber sobald die Art quasi sich unabhängig oder ein Stück weit unabhängig von ihrer Umwelt gemacht hat und nicht mehr so sehr den Prädatoren unterlegen ist, nicht mehr so sehr verhungert, wenn ein harter Winter kommt, und sich ein vergleichsweise bequemes Leben ermöglicht hat durch ihre hohe Angepasstheit an ihren Lebensraum, dann beginnt das exponentielle Wachstum und die Art setzt sich über die Verhältnisse, die sie normalerweise erreichen könnte, hinaus durch. Ja? Das kann dazu führen, dass sie zu ganz dominanten Lebensformen eines Ökosystems wird. Ja, und das prominenteste Beispiel heißt Homo sapiens. In unserem Fall war der Punkt, wo das Wachstum der Population von Homo sapiens, also der globalen Population, weil es uns ja überall gibt, durch die Decke gegangen ist, war die Industrialisierung. Ja? Weil spätestens eigentlich erstmal die Landwirtschaft und dann noch ein zweiter Peak nach der Industrialisierung, weil wir dadurch eben wirklich eine völlige Unabhängigkeit von natürlichen Mortalitätsfaktoren wie Missernten oder eine fast Unabhängigkeit davon, kalten Wintern, Raubtiere sind schon lange kein Thema mehr, erreicht haben. Ja? Und das führt dazu, dass wir eben seit der Industrialisierung jetzt ein völlig ungebremstes Bevölkerungswachstum erleben und es immer mehr Menschen gibt. Momentan sind mehr Menschen auf dem Planeten, soweit ich weiß, als jemals seit vor 1900 insgesamt mal gewebt haben oder sowas. Ne? Es ist auch ein bisschen übertrieben, aber es wird zumindest bald so sein, dass mehr Menschen auf dem Planeten sind, als vor der Industrialisierung jemals gelebt haben. Da gibt es ganz tolle, interessante Statistiken dazu. Und ja, also das ist ein Grundsatz der Populationsdynamik, der wirklich auf fast jeden Organismus auf dem Planeten irgendwie anwendbar ist. Am schönsten zu sehen bei Bakterien. Man schmeißt ein paar Bakterien in seinen Joghurt, da passiert dann lange Zeit nichts und irgendwann beginnt sich im Joghurt eine lustige, bunte Insel zu bilden. Die wird größer und größer und dann spricht der Joghurt mit dir und empfiehlt dir das Gesicht von Jesus im Toastbrot zu suchen oder sowas in die Richtung. Okay, jetzt wird's gemein. Wir machen weiter. Dieses exponentielle Wachstum endet jetzt meistens erst dann, wenn entweder irgendeine krasse Katastrophe passiert, zum Beispiel auf den Acker wandert der Hamsterwolf ein, der nur Hamster frisst. Ist Quatsch, aber angenommen. Ja, dann sind natürlich alle wieder weg.
Aber solange das nicht passiert, bleiben die Bedingungen ähnlich, wie sie bisher waren. Die Bedingungen so, wie sie das exponentielle Wachstum sozusagen ausgelöst haben, hält dieses exponentielle Wachstum jetzt so lange an, bis die Bestandesobergrenze erreicht ist, die dadurch klassifiziert ist, dass der Lebensraum für unsere Population, die auf dem gleichen Raum bleibt, die wird deswegen nicht, die dehnt sich jetzt räumlich nicht unbedingt aus. Das kann auch mal passieren, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass sie räumlich gleich bleibt und diese Fläche für diese Population liefert halt nur so und so viel Gras aus Bauer Schmidts Blühstreifen und damit Getreide, Entschuldigung, aus Bauer Schmidts Blühstreifen und damit können nur 700 Hamster ernährt werden, langfristig. Ja? Und dann pendelt sich die Population, nachdem sie exponentiell gewachsen ist, macht sie eine Kurve und verläuft jetzt als gerade oder als fast gerade. Manche Populationen verlaufen auch als sowas, ne? Aber es bleibt im Mittelwert, im Durchschnitt dann ungefähr auf demselben Niveau. Die Lebensraumkapazität, sprich die Menge Körner, die im Blutstreifen gefunden werden, definiert, wie viele Hamster da langfristig leben können. Nahrung definiert Artenzahl, Individuenzahl, Entschuldigung. Und das ist die Populationsentwicklung von nahezu fast jedem Tier auf der Welt, dass wir eine Integrierungsphase haben, bis sie es irgendwann mal geschafft haben. Dann geht es durch die Decke, bis sie an die Grenzen ihres Ökosystems, was ihre eigene Ernährung angeht oder den Platzbedarf oder was auch immer, stoßen und dann bleiben sie auf dem Niveau. Bis eine Katastrophe passiert, die zum Beispiel den Bestand wieder absinken lässt auf fast ausgestorben oder sie sterben direkt wieder aus. Auch das wäre ein natürlicher Vorgang. Manchmal, zurzeit haben wir fast nur Mensch verursacht, das Aussterben, aber ein paar Aussterbefälle auf dem Planeten könnten auch natürlichen Ursprungs immer noch sein. Aber ja, die gibt es jedenfalls auch. So, und wichtig ist jetzt, wenn wir jetzt den Feldhamster bejagen wollen, was wir nicht wollen, der steht unter Naturschutz und ist vom Aussterben bedroht. Ja, also das wäre grundsätzlich falsch. Aber angenommen, ja, die sind aber auch putzig, ne? Die sind total niedlich. Googelt mal Feldhamster, die sind total klasse. Ja, aber insbesondere, wenn sie angegriffen werden, die sind erstaunlich wehrhaft. Die können Hamster-Kung-Fu und die machen zum Beispiel den Fuchs, den hauen die weg. Egal. Jedenfalls. Nehmen wir mal an, wir wollten jetzt also den Feldhamster bejagen, weil wir Arschlöcher sind und wollen das jetzt. Und dann schießen wir, keine Ahnung, wir haben 700 Feldhamster, sagen wir mal, wir schießen im Jahr 70. Ja, oder fangen sie mit Fallen, ist egal wie. Diese 70 sorgen dann dafür, dass unsere Plateaupopulation ein Stück runterrutscht. Ja, und wo ist sie dann wieder, höhentechnisch, im exponentiellen Wachstum? Das heißt, innerhalb von einem Jahr oder sogar noch kürzerer Zeit, weil wir wirklich im Maximum des exponentiellen Wachstums uns wieder befinden, mathematisch gesehen, steigt die Population so stark an, dass ein kleiner Eingriff, also ein paar Hamster schießen sozusagen, nur dazu führen würde, dass wir im Endeffekt nicht mehr 700 Hamster, sondern 750 Hamster im nächsten Jahr haben, weil sie länger in der Exponentialphase gehalten werden, als das Ökosystem normalerweise hergeben würde. Diese 50 zusätzlichen Hamster müssen dann irgendwann auch verhungern, aber sie sind erstmal da. Und eine Überbelegung der Population zur Verfügung stehenden Platzes führt häufig dazu, dass die Population, wie gesagt, entweder sich reguliert oder sich ausweiten muss oder zusammenbricht. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann eine Seuche kommen, muss aber nicht. Es kann Geburtenkontrolle kommen, muss aber nicht. Beispiel Wolf. Wenn zu viele Wölfe da sind, haben die einfach keine Nachkommen mehr. Ne? Die müssen also nicht alle wegsterben, bis wieder Platz ist, sondern die Reproduktion nimmt einfach ab. Die Fähe hat nur so viele Eisprünge, wie sie vom Nahrungsangebot, das sie so findet oder ihr Rudel so findet, eben auch versorgen könnte im nächsten Jahr, vermuteterweise. Und deswegen wird immer eine realistische Zahl von Welpen geboren. Also fast immer. Gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel bei uns im Südschwarzwald gab es viel zu wenig Welpen. Hätten eigentlich mehr sein müssen, was da schiefgelaufen ist. Ne? Biologie, die Wissenschaft von der Ausnahme. Aber auch ein Wolf ist unterschiedlich fruchtbar. Das ist jedenfalls der grundsätzliche Gang der Populationsdynamik. Und aus der Tatsache, dass wenn man nur vergleichsweise wenige Exemplare, also 10% des Bestandes ungefähr, rausschießt bei einem etablierten Bestand, der auf dem Plateau sich befindet in der Populationsdynamik, ja, dann rutscht du volle Kanne zurück ins exponentielle Wachstum und die sind sofort wieder da. Schießt du 20% raus, immer noch das gleiche Problem. Ja? Du musst also langfristig so viele rausschießen, dass du Stückchen für Stückchen die Population absenkst, bevor sie, ne, wieder hochrutschen kann
Und irgendwann ist er dann so weit unten, dass du wieder im linearen Wachstum bist. Ja, dass also das Exponentielle noch gar nicht stattfindet. Und an dem Moment darf man auf keinen Fall zu spät aufhören, Hamster zu schießen, weil sonst würden sie wieder aussterben. Ja? Aber ist man jetzt wieder in das lineare Wachstum vor der exponentiellen Phase zurückgekehrt, da ist eine Jagd jetzt eine ganz einfache Sache. Da kann man also mit wenigen Abschüssen wunderbar regulieren sozusagen, dass die Art vorhanden ist, aber auch nicht direkt vom bald wieder Aussterben bedroht. Ja? Und sobald man die Jagd einstellen würde, stellt man zum Beispiel fest, scheiße, jetzt haben wir zu viele geschossen, ist in auf vergleichsweise kurzer Zeit die Art wieder da, dass sie wieder so weit sich erholt, dass sie fast schon wieder in die Exponentialphase geht. Und so kann man das dann vergleichsweise gut steuern. So, und wenn wir jetzt also einen Wald haben wollen, ein Waldökosystem, das besonders gut wächst, und dementsprechend brauchen wir eher wenig Pflanzenfresser, dann wäre es also theoretisch, ne, muss man nicht machen, manche fordern das, ich habe da keine Meinung zu, das ist saukomplex und ganz schwer zu beantworten, aber man könnte die Rehpopulation so weit runterballern, dass wir jetzt also das gleiche Beispiel mit dem Reh durchführen, nicht mit dem Feldhamster, bis wir wieder in der linearen Vermehrungsrate sind, und dann hätten wir definitiv so wenig Rehe, dass wir wahrscheinlich in fast keinem Wald mehr großartige Verbissschutzmaßnahmen brauchen. Das würde viel Geld sparen und der Wald der Zukunft würde deutlich schneller und einfacher hochwachsen. Die Baumartenvielfalt würde zunehmen. Vielleicht sagen einige, wie gesagt, ich weiß es nicht, ist das auch die einzige Möglichkeit, um überhaupt den Wald der Zukunft sozusagen so zu bekommen, wie sich das die Forstwissenschaft, also auch ich, wünschen würde, dass ein angepasster Wildbestand zwingend erforderlich ist. Und ein angepasster Wildbestand bedeutet eben, dass Reh entweder in den unteren Bereich oder wirklich aus der exponentiellen Wachstumsphase sozusagen rauszuballern. Ja, und das würde 5 bis 10 Jahre außerordentlich intensive Rehjagd bedeuten. Ist das realistisch? Ne, so gar nicht. Ja. Eben weil der DJV, da haben wir ja schon drüber geredet, der Deutsche Jagdverband, viel mehr Mitglieder hat und die das alles, die meisten, das eher schlecht finden, werden die da nicht mitmachen. Und die paar ÖJV-Jäger, selbst wenn die alle einen sehr nervösen Zeigefinger haben und wirklich viel schießen, so 100 Rehe im Jahr, ist für die relativ... Da bist du in guter Gesellschaft sozusagen im ÖJV. Für Standardjäger im DJV ist das Mord und Totschlag sozusagen. Irgendwo die Wahrheit mag vielleicht irgendwo dazwischen liegen, aber nicht zu sehr dazwischen, weil nur 20 Rehe, das wie gesagt, ist nur exponentielles Wachstum förderlich. 50 Rehe, da könnte man drüber nachdenken. Ne? 100 führt in wenigen Jahren vielleicht zu einer Reduktion auf das lineare Wachstum. Wenn nicht, und das ist auch ganz interessant, zum Beispiel mein Universitätswald, der gehört natürlich nicht mir, aber der bei meiner Alma Mater, das war das schwarze Loch in Oberbayern, in dem die Rehe verschwunden sind, sozusagen. Ja? Überall drumherum dichte, dicke, fette Rehpopulation, jede Menge Reh vorhanden. Im Universitätswald, wo jeder Vorstudent ballern geht, gab es dann ordentliche Streck, teilweise, ich weiß nicht, keine Ahnung, was da momentan passiert, weiß ich auch nicht, aber dadurch, dass das nur ein recht kleines Waldstück ist, wandern die Rehe von der Seite einfach nach. Ja, das heißt, du hast wirklich das schwarze Loch, was sozusagen die Rehe aufsaugt, und kannst im Universitätswald, solange drumherum so gut wie gar nicht geschossen wird, kannst du die Rehe nicht ausrotten, weil die kommen ja sofort wieder nach. Ja, was hält die davon ab, in den Wald wieder rein zu marschieren, wenn die merken, hier riecht es ja gar nicht nach Reh. Oh, dann ist ja alles meins. Ja, super. Und die riechen halt auch nicht, dass ihr Kollege deswegen nicht mehr da ist, weil irgendeiner meiner Kommilitonen nervöse Zeigefinger hatte. Ja, und so ist das. Jagdökologen entwickeln übrigens irgendwann einen schwarzen Humor. Ja? Rehe töten ist nicht lustig eigentlich. Ja, aber trotzdem beginnt man irgendwann das Ganze mit einem gewissen Humor zu betrachten, weil... Naja, Bestatter haben auch irgendwann einen gewissen Bestatterhumor entwickelt. Das ständige Umgehen mit dem Tod sorgt dafür, dass man eine relativ lockere Einstellung zu dem Ding bekommt oder zum Tod bekommt. Das ist auch bei Ökologen ganz häufig der Fall. Ökologie bedeutet die ständige Auseinandersetzung mit dem allgegenwärtigen Tod von allem, was irgendwie lebt, die ständig stattfindet, auch man sieht sie meistens nicht. Ne? Aber das Bewusstsein, dass dieser Tod ständig stattfindet, muss man als Ökologe eben haben, und das führt
dazu, dass man den Tod irgendwann als alten Bekannten und ach, da bist du ja wieder, sozusagen irgendwie sowas in diese Richtung betrachtet. Zumindest mein Resümee, und ich mache das noch gar nicht so lange. Wenn jetzt noch ein paar mehr Jahrzehnte Ökologie ins Land gehen, mit der ich mich beschäftige, weiß ich nicht, wohin das dann führt. egal. So, das wär's. Ne? Also so viel zum Thema Jagd reguliert nicht. Doch, wenn man genug schießt, schon. Ja, wenn man zu wenig schießt, dann der gegenteilige Effekt. Und wenn du irgendwo in der Mitte schießt, dann musst du halt immer in der Mitte schießen. Das Gute ist, will man theoretisch jetzt so eine Wildpopulation optimal nutzen, zum Beispiel als Schnitzel oder Rehbraten, Rehkeule, was weiß ich, Medaillons aus der Keule, sehr lecker, Kräuterbutter, dann wäre es eigentlich optimal, den Bestand in der Exponentialphase zu halten, weil du dann am meisten Nachwuchs bekommst und regelmäßig am meisten Rehe schießen kannst und hättest dann eigentlich eine ziemlich gut nachwachsende, erneuerbare Ressource sozusagen, die quasi null negative Auswirkungen aufs Ökosystem hat und sich ganz von alleine erneuert und im Prinzip relativ günstig ranzukommen wäre und ja, im besten Fall noch bestes Biofleisch liefert. Ah, ein letztes noch, es gab auch noch mal einen Kommentar, der bestes Biofleisch in Frage gestellt hat. Klar, es geht auch mal schief, ne? Wildtiere können mal Pestizide abbekommen haben, können mal Parasiten abbekommen haben und so weiter. Bevor es in den Handel kommt, wird Wildfleisch aber immer untersucht, meistens veterinärmedizinisch untersucht, und da wird sichergestellt, dass da nichts dran ist. Ja, also vorher darf es meistens nicht verkauft werden. Es gibt zum Beispiel auch Fälle von berühmten radioaktiven Wildschweinen in Bayern, was noch die Auswirkungen von Pripyat und Tschernobyl, also Tschernobyl eigentlich eben, sind, die immer noch radioaktive Strahlung Stück weit über Pilze in den Boden aufgenommen und dann ein Stück weit über gegessene Pilze oder gegessene Würmer und so weiter durch Schwarzwild, also Wildschwein, dazu führen, dass man Wildschwein in Bayern immer noch untersuchen muss auf Strahlung. Ne? Ist dieses Wildschweinsteak hier gerade radioaktiv und sollte ich das vielleicht eventuell nicht essen? Ja, das ist der Fallout gewesen, der da eben über Bayern relativ viel runtergekommen ist, und da ist immer noch ein bisschen was von übrig. Es muss nicht so sein, ne? Manche Schweine haben davon viel abbekommen, manche Schweine gar nichts. Die letztere landen im Verzehr und erstere eben nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja? Das ist also die aus meiner Sicht vielleicht notwendige Ergänzung zu dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Ich hoffe, das erklärt noch ein paar Sachen, löst noch ein paar offene Fragen und sorgt vielleicht noch mal für Diskussionsbedarf. Dann gerne in die Kommentare damit. Ich gebe mir Mühe, das auch zu beantworten. Garantieren kann ich es nicht. Wenn es ganz viel Diskussionsbedarf gibt, mache ich halt noch einen zweiten Diskussionsteil. Das ist mir völlig egal. Das ist ein sehr kontroverses Thema. Ich finde, da muss man dann auch entsprechend die Möglichkeit haben, drüber zu reden. So, also, ich packe mal zusammen und bis zum nächsten Mal.